Hallo, hier ist wieder 1, 2, 3. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo. Rizzo kocht, Format, online kochen mit wem koche ich denn heute eigentlich? Ich habe eine Überraschung für euch und natürlich auch für mich, weil das sind die, mit denen ich am liebsten koche. Also, pass auf, begrüßt mit mir den Erstgeborenen, den Adi. Moin, moin. Und Nummer 2, der Luis. Hallo. Herzlich willkommen, ihr zwei, meine zwei großen Jungs. Genau, wir kochen heute zusammen und wir machen ein cooles Barbecue. Wir machen einen geflammten Lachs. Wir machen einen Kräuterquark, ein paar Ofenkartoffeln dazu, ein bisschen Pollofino, also quasi ein schönes Hähnchen, sage ich jetzt mal ganz einfach vom Grill. Und was für einen Salat machen wir, Jungs? Caesar-Salat. Warum machen wir den? Weil er lecker ist. Weil er geil ist, oder? Also bleibt dran, bis gleich, ciao! Rizzo kocht, Part 5 oder 6, Robert? 6. Part 6, jawohl, hier ist er wieder. Und heute mit meinen Liebsten, mit Adrian und mit Luis. Wir kochen für euch heute zusammen, wie gesagt, den geflammten Lachs. Den machen wir draußen wirklich auf unserem Feuer. Das heißt, wir machen erstmal hier so eine kleine Vorbereitung und gehen dann raus, outdoor, zu unserem Feuerring und bereiten dort dann alles zu Ende. Wichtig ist natürlich, wir wollen erstmal ein Brot backen, das heißt, der Luis wird jetzt hier gleich das Brot machen, den Focaccia-Teig. Und der Adi, der Adrian, macht uns einen schöneren, leckeren Kräuterquark. Ich denke mal, zum Kräuterquark brauche ich dem Adrian nicht viel erzählen. Kräuter und Quark. Kräuter und Quark, genau, korrekt. Ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Olivenöl, Salz und Pfeffer. Du weißt Bescheid, du hast schon den einen oder anderen Kräuterquark gemacht, der mich überzeugt hat. Von daher feuerfrei. Beim Brot, du kannst eigentlich anfangen, Adi. Ich würde dich nur bitten, zieh dir Handschuhe an, genau, weil wir kochen ja natürlich heute auch für den Robert. Und der Robert, der mag natürlich, wenn die gewisse Hygieneanforderung auch hier eingehalten wird. Deswegen Handschuhe an. Gut, also Feuer frei, wir beginnen erstmal mit dem Brot. Du brauchst noch die Kräuter, Adi, hier hast du noch frischen Schnittlauch. Du hast hier Kresse, die du mit verheizen kannst. Du hast hier Salz und Pfeffer. Olivenöl hast du dann hier und ein bisschen Knoblauch. Und, um das Ganze noch ein bisschen frisch zu machen. Meine zweite Liebe. Kommt noch ein bisschen Abrieb von der Zitrone mit rein. Ne? Okay, gut. Luis, bei dir. Aha. Wir schnappen uns jetzt hier das Weizenmehl. Du musst natürlich genauso Handschuhe anziehen. Ja, klar. Ne? Weil, wenn Onkel Robert sagt, Handschuhe anziehen, dann heißt das Handschuhe, dann anziehen. Handschuhe anziehen. Zwischendurch kosten wir hier mal so eine Tomate. Ware. Wie immer, ganz frisch heute bei Edeka Müller gekauft. Jetzt kommt noch ein kleiner Wink an den Frankie, den habe ich ja letzte Woche auch schon wieder begrüßt. Die Tomaten übrigens sind Thüringer Tomaten. Frank, viel Spaß an der See. Gut, also Mehl, Luis, wir nehmen die Hälfte von dem Sack. Aha, hier, nimmst du dir das Messer und schneidest einfach mal grob durch dort. Vorsicht, immer vom Körper weg, das weißt du, ne? Weiß ich. Korrekt. Nimmst die Hälfte von dem Mehl. Ungefähr. Ja. So, Adi, du musst hier dir ein bisschen Platz schaffen, ne? Beim Knoblauch weißt du auch Bescheid, ne? Der Keimling drinne, falls einer drinnen sein sollte, raus damit. Ja. Und eine Knoblauchzehe reicht uns für den Quark, ne? Okay? No. Was soll ich nehmen? Noch ein bisschen mehr? Nur ein bisschen mehr. So schon die Hälfte. Schieben erstmal hier zur Seite. Einfach das Brettel, genau. So. So, hast du? No. Gut, jetzt kommt Hefe dazu. Nehmen wir die Hälfte von dem, was hier drin ist, eine Trockenhefe. Mhm. Und rein. Weiter.
Und stopp. So, dann brauch natürlich, nimmst du dir einen Löffel da. Die Hefe, ein bisschen Honig, genau, Honig sag ich, ein bisschen Zucker. Die Hälfte davon reicht. Gut. Jetzt brauchen wir Salz. Salz hast du da drin in dem, jawohl. Das könntest du dir in die Hand geben, ne? Machst du hier so eine schöne gehäufte Krume rein. Was ist denn das schon wieder? Rede Deutsch. Weiter. Und rein damit. Alles? Ja, alles rein. Rein da. So, jetzt schnappst du dir hier noch ein bisschen Rosmarin. Und den Rosmarin ziehst du dir einfach vom Stängel runter, hackst ihn ein bisschen klein, nimmst das andere Messer dazu, machst aber vorsichtig, dass da nichts passiert, ne? So, Adi, jetzt ein kleiner Tipp. Und zwar nehmen wir uns hier ein bisschen Salz drauf. Himalaya-Salz. Genau, schönes Himalaya-Salz. Nimmst dir ein großes Messer. Mhm. Und tust es so schön zerdrücken. Vorsicht, dass du mit der Schneide nie an deine Hände kommst, dass du die nicht verletzt. Perfekt. Genau, also schön ein bisschen reiben so halt, ne? Genau. Wunderbar. So, Luis, ich zeig dir das nochmal hier kurz. Komm mal her, das Messer. Ja, immer schön den Messerrücken und dann hältst du hier vorne fest. Zwei Finger, Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen. Und dann drückst du hier, das ist schön so durchwiegen. So. Na? Okay. Okay? No. Wahrscheinlich. Genau. Jetzt nimmst du dir den Schnittlauch, Adi. Nimmst du dir am besten die Hälfte erstmal, genau. Und dazu immer das große Messer nebenan drin. Das große. Soll ich das nochmal zeigen? Kannst du machen. Das hintere Ende schneiden wir weg. Na, das ist hier Müll, was wir antragen. Messerspitze bleibt wieder auf dem Brettel drauf. Ne? Und dann hier aufpassen, der Mittelfinger führt dein Messer. Na? Klein genug, oder? Das sieht gut aus. Der Rosmarin kommt jetzt hier in den Brotteig rein. Genau. Super. Jetzt tust du die ganze Geschichte. Messer legst du wieder einfach dahin. Tust du jetzt die ganze Geschichte mit deiner einen Hand. Ne? Die Hand bleibt immer frei. Die hält die Schüssel fest. Erstmal verrühren, genau. Und ich gebe dir hier schön das Wasser dazu. Na, also wir haben jetzt drinne Mehl, Zucker, Salz, Trockenhefe und Rosmarin. Dort kann man natürlich jetzt auch zum Beispiel Nüsse, Speckzwiebel, Parmesan, Oliven. Also dort ist wirklich der Fantasie auch keine Grenze gesetzt. Ne? So, jetzt kommt hier lauwarmes Wasser dazu. Du kannst weiter rühren. Genau. So, und das Rezept findet ihr natürlich auch im Prinzip auf meiner Webseite. Wenn ihr das Brot mal nachbacken möchtet, was hier der Luis zusammenknetet, dann das Rezept findet ihr auf rizzokocht.de. Genau, richtig schön, so richtig von der Seite immer reindrücken halt, ne? Genau, perfekto. In der Zwischenzeit machen wir uns hier Olivenöl auf unser Backblech. Hat der Papa wahrscheinlich ein bisschen zu viel Wasser reingegeben, ne? Kann das sein? Oh, vielleicht. Kommt natürlich auch immer auf das Mehl drauf an, halt, welches wir verwenden. Ne? Wir haben jetzt hier einen 405er. Wenn du natürlich mit dem ohne Handschuh besser klarkommst, ne, weil das jetzt natürlich dort dran kleben bleibt, ja, klar. Und das ist das dann die Reibe, genau. Muss der Onkel Robert halt heute mal ohne Hygiene klarkommen. Genau. So, Kresse hast du schon dran? Ja. Guck mal, da kann man ruhig hier. Und
die lässt sich aber blöd rausnehmen, oder? Mhm. Da gehen wir mit der Schere ran. Letztens habe ich gehört, Kai, du verwendest übelst viel Küchenrolle. Warum? Wenn ich zu euch komme, brauche ich definitiv immer 6, 7, 8 Rollen Küchenrolle für einen Koch-Event, weil mein zweiter Name auch Küchenrolle ist. What? Nee, rausschneiden, Robert. Ich habe das Gefühl, das lässt er drinne. Also Küchenrolle müssen wir nochmal neu aufnehmen. Robert, was läuft denn momentan eigentlich so bei euch? Schule. Schule? Aber nie so viel. Nie so viel. Na, ist der Situation geschuldet, deswegen machen wir heute mal hier Hauswirtschaft. Ne? Genau. Hauswirtschaft, kochen mit dem Papa. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das mit euren Kindern zu Hause auch so macht. Weil Kochen verbindet ganz einfach auch. So, das sieht gut aus, Luis. Ich würde sagen, den Teig tust du jetzt hier drauf. Mhm. Aufs Blech. Tust du schön aufs Blech, genau. Das ist Katastrophenalarm, oder? Ja, das ist absolut Katastrophenalarm. So, Adi, schmeckt der? Ist noch besser. Kann man noch besser machen. Wie, jetzt kann man noch besser machen? Ja. Was fehlt denn? Soll ich mal probieren? Ja, kannst du probieren. Hast du schon Salz dran, ja? Ja. Adi, dann müssen wir nochmal Salzmühle. Pfeffer. Ist Olivenöl auch schon dran? Ja. Und keine Angst vorm Salz, ne? So, um das Ganze noch ein bisschen freshy zu machen hier, nehmen wir ein bisschen von dem Zitronensaft mit. So, und dann machen wir das hier. Katastrophe. Bäm, lassen wir den hier schön an der Klinge runterlaufen. Ne? Könnt ihr euch übrigens die Zitronenpresse sparen. Aber bitte immer Vorsicht, die Klinge natürlich immer von der Hand weg. Ansonsten große Aua. Die Tomaten, Luis, tust du mir einfach nur... Vierteln, halbieren. Nur halbieren. Okay. Schnittmuster. Immer ist am Äquator lang, ne? Ist klar. So, ich denke, die reichen schon. Hier noch die eine dazu. Jawohl. Und die legst du mir hier schön oben drauf halt, ne? Alles klar, mache ich. Okay, Adrian, das passt. Jo. Ich probiere nochmal. Löffel andere Seite, ne? Vorher hatte ich Stiel. Ja. Schön frisch jetzt, oder? Ja. Nö. Na, nö, nö. Gut. Also, so. Quark steht. Dann kannst du dich jetzt eigentlich darum kümmern, Adrian, um unser Caesar Salad Dressing. Jungs, Caesar Salad ist einer der geilsten Salate. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich esse gerne den Caesar Salad in den Restaurants oder im Hotel, wenn der Papa mal auf Reisen ist. Geht immer gerne ein Caesar Salad. Und könnt ihr euch noch an den Caesar Salad oder an die Caesar Salads erinnern, die so richtig geil waren? Ja. Ja. Und? Stellst die Frage nicht. Und wo war das? In Solnok. Garden Hotel. Solnok im Garden Hotel. Genau, richtig. Aber das Kuriose war ja gewesen, dass jeden Tag der Caesar Salad anders war, oder? Ja. Also war immer ein anderer Koch wahrscheinlich in der Küche. Gut. Für unseren Caesar Salad, Jungs, wissen wir, brauchen wir auf jeden Fall erstmal einen Römersalat. Mhm. Klar. Ne? Dann brauchen wir ein paar Cocktailtomaten, die werden wir einfach nur halbieren, so wie der Luis es hier gemacht hat. Das können wir uns schon vorbereiten. Machen wir in eine Schüssel rein, die uns der Robert dann gleich noch gibt. Für das Dressing nehmen wir uns Anchovis, Senf. Anchovis könnt ihr gerne als Sardellenfilets in der Hinsicht nehmen, ne? Dann nehmen wir ein bisschen Wustersoße dazu. Adrian, das wird dann dein Part hier drüben werden. Wustersoße dazu, ein bisschen Joghurt machen wir noch mit rein. Zitrone, Zitronensaft und Knoblauch. Ne? Anrühren tust du mir die ganze Nummer hier drin. Wieder alles her? Bitte?
Wieder eine Knoblauchzehe? Ja, aber die Knoblauchzehe tust du mir hier, oder eine halbe reicht aus. Gut. Der Jens, der mag immer gerne, wenn er Hähnchenbrust isst, na, zu dem Caesar Salat dazu, mag immer schön viel Knoblauch dazu. Aber wir machen bloß mal einen halben. No. Genau, den tust du bloß reinreiben. Grüner Keimling sollte ja noch keiner drin sein, weil es frische Knoblauchzehe. Na? Genau, und dann verrühren wir das Ganze mit dem Schneebesen hier. Okay. Und schmecken es natürlich ein bisschen ab. Mit dem Salz musst du natürlich dann vorsichtig sein, weißt du ja, ne? Weil ja. Hier ein Anchovis. Leicht salzig, ne? Leicht salzig. Also du musst doch nicht alles nehmen von der Anchovis, ne? Da reicht. Ich gebe dir nochmal einen Löffel rüber. Vielleicht so eine. Hier, Adi. Die Menge erstmal anfangen. Jo. Ne? Löffel mache ich dir hier rein. Danke. Gut los. Für unseren Brotteig, den gebe ich nochmal flugs in den Ofen, damit der ein bisschen gehen kann. Was natürlich hier noch ganz cool ist, finde ich zumindest, wenn ein Focaccia geht, mache ich immer ein bisschen gehobelten Parmesan mit drüber. Total lecker. Und noch ein bisschen Rosmarin dazu. Sieht schon mal gut aus. Und noch ein bisschen Olivenöl. Und, wo ist es? Salz. Ja, noch ein bisschen Salz drüber. So. Wie immer natürlich schön von oben streuen. Also hier, so sieht's aus. Und das geben wir jetzt noch mal ganz kurz auf Zimmertemperatur an einem warmen Fleck zum Gehen. Wo ist der wärmste Fleck? Ich glaube heute draußen, oder? So, Luis, bei dir, du kannst jetzt eigentlich, wie gesagt, die Tomaten halbieren. Ne? Ja, genauso wie gerade eben. Wie gerade eben, die machst du mir hier rein. Ja. Ne? Alle? Die kannst du alle nehmen, klar. So, ich werde mal hier inzwischen das Hähnchen ein bisschen marinieren. Da ist jetzt nicht viel dazu. Olivenöl. Ja, kannst du alles reinmachen. Olivenöl, ein bisschen Zucker. Ja, damit unser Hühnchen auch schön karamellisiert. Dann dazu Pfeffer. Salz. Und wir machen das Hähnchen ja ein bisschen frisch, das heißt, ein bisschen Zitronensaft dazu. Jungs, ihr seid so still, ihr seid ja sonst nicht so still. Ruhe vor dem Sturm. Was, die Ruhe vor dem Sturm? Na, da bin ich ja mal gespannt, wann der Sturm kommt. Wahrscheinlich heute zu Hause. Ja. So, und geben wir hier noch ein bisschen Rosmarin dazu. Passt. Okay, Tomaten sind geschnitten. Wunderbar. Hast du noch einen? Gut, ich nehme mal hier bloß noch ein bisschen Knoblauch mit, genau. So, hier rein. Und dann müssen wir natürlich noch mal nach dem Feuer schauen gehen. Das werde ich gleich mal machen. Jungs, dann habt ihr mal kurz hier die Kamera auf eurer Seite. Achtung, Papa kommt. So, Jungs, habt ihr eigentlich schon Zähne geputzt heute? Ja, klar. Auch hier, mit der hier für am Morgen? Ja, die hab ich vergessen. Und die am Abend. Ja? Also, nochmal als kleinen Tipp. Jungs, bei euch im Landheim, wer nochmal ins Landheim fahrt wieder, die zum Frühstück und die nach dem Abendbrot. Na? Wie witzig, Papa, oder? Mhm. So, jetzt haben wir hier unser Lachsfilet, auch heute frisch gekauft, heute früh. Der ist natürlich auf der Haut, so soll es auch sein. Und den werden wir jetzt hier auf das Holzbrett legen. Das ist ein Zedernholzbrett, was ich natürlich schon eine halbe Stunde vorher im Wasserbad getränkt habe. Na, das ist wichtig, weil wir klemmen das im Prinzip dann direkt an den Kugelgrill dran.
Und durch die Flammen wird im Prinzip der Lachs gegart. Das heißt, Lachsfilet nehmen wir uns jetzt hier daher und setzen das hier. Jetzt habe ich was vergessen. Kann natürlich auch passieren, ne? Dass man was vergisst. Nehmen wir uns natürlich noch ein Öl vorher. Und reiben unser Holzbrett mit dem Öl ein. Warum machen wir das? Damit natürlich die Haut da nicht dran kleben bleibt. Und es schützt natürlich auch unser Holz. So, also schön eingerieben. Dann, wie gesagt, die Lachsseite drauf. Adrian, ist das was für dich? Lachs ist schon was Genaues, ne? Ist schon was Genaues? Ja. Also kann man schon mal machen? Kann man auf jeden Fall mal machen. Und die Frage verstehe ich wieder nicht. Okay, gut. Also, dann spannen wir hier das Filet ein. Damit uns das natürlich nicht, wenn wir das dann anklemmen, im Prinzip hier vom Brett runterrutscht. Deswegen müssen wir es natürlich schon fixieren. So, ihr kennt das beim Fahrrad. Also so war es zumindest bei mir früher, Jungs. Oder was sagt euch der Papa, wenn ihr irgendwo was festschrauben müsst? Nach fest kommt ab. Genau, nach fest kommt ab. So, den Lachs werden wir jetzt natürlich noch ein bisschen behandeln. Und behandeln tun wir ihn im Prinzip mit ein bisschen Salz, Zucker und etwas Pfeffer. Soll ich den ganzen machen? Nee, oder? Naja, aber du kannst ein Stück abschneiden und kannst ein Stück probieren, wenn du möchtest. So, mache ich gerne. Aber würde dann auch mal gerne das Salz zu brauchen. Ja. Das gehört. Okay. Du bist auch noch also was. Salz drauf, ne? Ist auch noch was. Adrian, Parmesan. Ein Stückchen dann. Ein Stückchen. Salz. Pfeffer. Baba, Rizzo. Kannst du ein Stück Parmesan haben? Auf jeden Fall. Parmesan geht immer. Wie isst du deine Nudeln? Bitte schön. Du isst mit Parmesan oder mit anderen Reibekäse? Mit Reibekäse. Mhm. Adrian, du? Beides. Den Romanasalat, Luis, den müssen wir ja nochmal waschen, ne? Klar. Genau. Das heißt, die Blätter, die hier außenrum so ein bisschen braun sind, die geben wir den Hühnern, ne? Weil die Mandy hat ja auch Hühner hier auf dem Hof. Genau. Hier haben wir noch einen dazu. Hattest du auch ein bisschen Olivenöl dran an dem Dressing, Adi? Nein. Na genau, hattest du nicht gesagt. Nein. Und hier nochmal waschen, Papa, oder was? Waschen. Pass auf, hier hinten abschneiden erstmal. Mhm. Dann tust du den einfach hier so halbieren. Vierteln. Und dann hier rein. Also nur vierteln. Genau. Okay. Und waschen ist klar. Ne? Ja. Weißt ja, wie es geht. Bestimmt. Gut, Adrian, du bist soweit safe. I'm ready. Hier nochmal durchrühren. Hast du mal die Anchovispaste probiert? Nee. Okay, gut. Und Lachs sieht geil aus. Pollofino nehmen wir uns mal dann so mit raus. Das spießen wir einfach auf. Kartoffeln. Die tun wir dann ganz einfach nur in die Glut. Salz muss mit raus, das muss mit raus. Genau, dann haben wir es eigentlich, Jungs, oder? Ja. Wenn der Salat gewaschen ist. Gut, Adi, da können wir hier nochmal den restlichen Schnittlauch wenigstens schneiden. Na? Also hier machst du hier so in grobe Stücken. Der Gerät geht nie kaputt. Damit das nie verkommt, ganz einfach, tun wir den Schnittlauch mal. Muss ich auf deine Finger schon aufpassen. Genau. Hast du kaputt gemacht, Luis? Nee, hab's nie. Ist wieder ganz, guck. Okay.
Ah, das sollte reichen. Gut, passt. Also, Vorbereitungsarbeiten sind jetzt abgeschlossen. Jungs, kommt nochmal her. Ich danke euch. Klar, gerne. Du musst ein Stück ran, Adi, weil ansonsten sehen wir uns nie. Klar. Und jetzt geht's ganz einfach raus ans Feuerchen und dort werden wir finalisieren. Okay, also bis dann. Tschüss. Was, wie macht ihr es so? Klar. Was bedeutet das? Weiß nicht. Hallo. 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 Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Also dann, bis gleich. Ciao. Rizzo kocht ist live hier in Konradsdorf. Folgt mir, ich würde mich freuen. Und immer einen Daumen hoch. Oder ein Herz dazu, oder? Alles, alles Gute zum Hochzeitstag jetzt mehr. Na? Wir sind hier mal gerade live auf Sendung, ihr zwei. Ne? Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. So, und jetzt haben wir hier schön unser Hühnchen drauf. Dass wir erstmal eine schöne, krasse Haut kriegen, ne Jungs? Luis, ich weiß, du magst sie nicht. Aha. Aber so eine schöne Broiler-Hühnerkeule oder Hähnchenkeule, die so richtig schön kross ist, ist doch was Gutes, oder? Ja, bestimmt. Muss wohl saftig sein, ne? Ja. Genau. So Jungs, okay. Weil selbst wenn die hier so ein bisschen verkohlt, ist nie weiter schlimm. Ne? Die Kartoffel hat eine Schale und die nehmen wir einfach ab. So, das Brot ist auch fertig. Eine schöne Focaccia, schön würzig, so würze werden. Oder Jungs? Gut aus? Naja, dann. So ihr Lieben, jetzt ist es die heiße Phase, hat begonnen. Ihr seht hier am Lachs, ne? Das Fischeiweiß tritt aus. Das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo es heißt, anrichten. Jetzt geben wir dem Chicken. Ne, wir haben es gerade nochmal probiert. Nochmal so den letzten Schliff und tun es nochmal schön auf der Hautseite. Nochmal kross anbraten. Die Kartoffeln werden wir noch pellen, den Salat anrichten und dann heiß bereit zum Essen. Und? Wird das was? Denke schon. Hoffentlich. Hey. Also, gut. Lachs ist fertig. Das heißt, Jungs, wir gehen jetzt hier ins Anrichten. Adi, ja. Du tust mir mal den Romana-Salat. Ja. Machen wir uns einen Teil an. Das heißt, kommen wir mit hier rum. Nimmst du jetzt hier zwei Hände rein. Ne? Schön mit Liebe. Ne? Adi, ist hier eigentlich nie warm heute in den langen Klamotten? Kaum. Gut, machen wir noch eine Hand dazu, bitte. Gut, so. Dann tun wir uns noch ein bisschen zerrupfen. Okay, passt. Jetzt geben wir hier dazu. Machst du mal 2-3 Löffel von dem Dressing. Jetzt müsst ihr den ganz vorsichtig unterheben. Na, wir geben hier noch ein paar Tomaten dazu. So. Ein bisschen Schnittlauch. Der muss jetzt warten, Adi. Vielleicht ist es auch eine Flamme. Adi. Wüsste ich das? Mhm. Gut, also wie gesagt, beim Dressing immer schön Dressing zum Salat zugeben. Wichtig ist, wenn der Salat gewaschen ist, dass der wirklich auch trocken ist. Also durch einen Schleuder machen, eine Schleuder geben, das hat der Luis vor uns gemacht. Und jetzt geben wir hier das Dressing dazu und tun den Salat richtig schön damit anmachen. Beim Caesar Salat kommt halt
auch noch Croutons dazu oder Croutons dazu. Das tun wir hier heute ganz einfach mit dem Focaccia kompensieren. Adi, du kannst den hier richtig schön in die Mitte setzen, so als langen Streifen. Versuchen immer schön nach oben zu bauen, ne? Sehr schön. So, falls ihr euch fragt eigentlich, hier dieser wunderbare, herrlich duftende Blumenstrauß, den wir vor uns auch schon im Studio drin hatten, kommt von der Nicole, das ist ein Blumenatelier. Die konnte heute leider nicht da sein. Sie hat Stress, weil sie ganz einfach mit ihrem Laden eine neue Eröffnung hat in den nächsten Tagen, kommenden Tagen. Aber beim nächsten Mal wird sie bestimmt hier noch mit vorbeirutschen. Und dann zeigt sie euch bestimmt noch mehr, was sie kann in Sachen der Blumenkunst. Falls ihr für eure Feier oder wie auch immer Blumen möchtet, dann Nicoles Blumenatelier Freiberg, untere Gasse 6. Und falls der fehlende Caterer noch dazu, oder der Caterer natürlich dazu noch fehlt, dann Ritze kocht bei euch zu Hause. Sehr gern, ich bin dabei. So, mal hier 1, 2, 3, 4, 5, ne? Also ist jetzt nicht der klassische Caesar Salad, das ist jetzt die Interpretation. Ritze and Kids. Ja? Schön mit einem Addis Kräuterquark dazu hier. Geil. Adi, da kannst du mal hier noch ein bisschen den Schnittlauch so oben drüber. Ja. Oben drüber setzen. Luis, du kannst das Brot dann so ein bisschen verteilen hier. Chef. Machst du hier einfach in die Mitte immer so, also 5 Stück drauf. Und dann ist immer ganz wichtig, Luis, das, was man anrichtet, muss man eigentlich auch vorher probieren. Also hier Pollofino, hatte ich vorhin noch nicht gesagt, was das ist. Das ist im Prinzip ein ausgelöster Hähnchenschenkel. Und der ist meines Erachtens für das Grillen noch viel besser geeignet als eine Hähnchenbrust. Weil eine Hähnchenbrust natürlich schnell dazu neigt, trocken zu werden. Nehmt euch einen ausgelösten Hähnchenschenkel. In dem Fall ein Pollofino genannt. So, jetzt haben wir hier noch unseren Lachs. Und dann ist das so. Jungs, ihr steht da wie die Orgelpfeifen, oder? Jawohl. So, wir schneiden den jetzt mal hier. Normalerweise würde ich den ganz einfach mit 2 Gabeln. Nehmen wir uns den Lachs hier daher. Schaut mal her. Richtig schön saftig, glasig. Also, den setzen wir jetzt hier drauf. 2 Stückchen. Hätte noch eine Minute gebraucht oder 2 vielleicht. Okay, bin ich bei euch. Aber der zieht noch nach. Nichts ist schlimmer als wie ein trockenes Stück Fisch. Gut, hier. Jungs. So, ihr Lieben, unser Gericht ist fertig. Was gibt's heute, Jungs? Salat. Ein Caesar Salad mit Focaccia. Und Lachs und Pollofino. Perfekt. Und dazu noch die Ofenkartoffeln mit Kräuterquark und Schnittlauch angerichtet. Absolut. Leute, das wird mega geil. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Robert ist auch mit dabei. Ne? Genau. Und wir würden uns freuen natürlich mit einem Daumen hoch, mit einem Kommentar, wie ihr euren Caesar Salad macht. Postet, postet, postet und liked. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Rizzo kocht. Ciao. Ciao. Ja.